Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth in der God Mode. In der letzten Folge haben wir mit Bridget gespielt, haben unsere Windswag von 4 aus, also von 3 ausgebaut zu 4, haben jetzt 4. Das heißt, wenn wir jetzt noch einmal das schaffen, Mutters Herz zu besiegen, dann haben wir eine neue Windswag-Rekord-Dingsbums. Und ich würde sagen, wir machen einfach Wende, weil wir mit jedem schon das Herz besiegt hatten. Und von daher ist es uns egal, wen wir bekommen. Und wir bekommen einfach den besten von allen Charakteren, nämlich Art. Und seit wann ist das denn? Stimmt, Adra wurde überarbeitet. Adra wurde überarbeitet, deswegen haben wir jetzt hier einfach Brimston, wie es scheint, mit Number One, wenn ich das richtig sehe. Und dazu noch Ludwigs Technik, oder wie das Ding heißt? Oh, und wie heißt denn das nochmal? Ich habe den Namen vergessen, von diesem komischen Auge. Skoptosis oder sowas? Ich glaube, der Name ist falsch. Egal. Number One auf jeden Fall. Und Splash Damage. Okay, das ist natürlich alles cool. Und das heißt, wir müssen einfach nur hier durchwaschen, quasi. Und sind dann ganz schön cool dabei. Yay. Auf jeden Fall sollten wir guten Schaden... Na, okay, wir haben nur einen Strichschaden. Das könnte auf jeden Fall besser sein. Was haben wir hier eigentlich noch? The Fool. Okay, klar. Klar, dass wir The Fool haben. Und wir können fliegen. Das ist auch eine wichtige Sache. Und ich weiß nicht, ob wir rote Herzen haben können. Ich denke aber mal ja. Wir sind ja nicht so lost. Und auch nicht das Blue Baby. Von daher. Wir gehen einfach mal in den Stachelraum rein und hoffen, dass wir hier vielleicht irgendwas Gutes bekommen. Zumindest eine I Can See Forever Pille. Aber ich glaube, wir gehen lieber mit The Fool hier raus. Damit wir keinen Schaden bekommen. Okay, geil. Finde ich aber gut, dass das so bearbeitet worden ist. Dann steht uns, glaube ich, dem Sieg nichts mehr im Wege. Und das Gute ist, wenn wir das jetzt schaffen, dann schalten wir nicht nur das Blue Baby frei, von dem ich noch nicht weiß, wie er hier heißt, sondern... Oh, geil. Gelubadiku, okay, wir können rote Herzen haben. Oha, wie viele hier auch einfach sind. Nice one! Okay, sondern wir können auch noch... die... vierte Challenge freischalten. Genau, die vierte Challenge kriegen wir auch noch. Das wäre ganz schön hier. Können wir uns allerdings noch nicht leisten. Na ja, gut. Genau, und dann könnten wir auf jeden Fall morgen nochmal die vierte Challenge machen. Und sind dann erstmal glücklich soweit, würde ich sagen. Gut, wir haben genug Schlüssel, das heißt, wir können hier mal durchgehen, kriegen noch ein All-Stats ab. Okay, das ist ja ein mega geiler Start. So. Den Boom-Dingsbums werde ich mal nicht einsetzen wahrscheinlich. Ist ja denn, uns fehlen mal irgendwann eine Bombe. Oha. Oha. Das einzig Schlechte an diesem Kreis ist wirklich, dass wir nicht so doll den Überblick haben, wenn da hier überall nur ist. Aber okay, wir haben einen gelben Kreis. Oh, da ist ein blauer Stein. Den nehmen wir mit. Ach so, das ist der Remote Detonator. Ich sag das doch. Ich dachte, das wäre dieses Kamikaze-Ding, aber stimmt, das sieht ja ganz anders aus. Au, was? Da kann er durchschießen? Okay, dann töten. Au! Was ist denn los mit dir? Und das Blöde ist, wenn wir hier ganz rechts an die Seite gehen und die schon in dieser Kugel drinne sind, in diesem Kreis, dann können wir nicht weiter nach rechts gehen. Das ist auch noch ein Nachteil. Aber gut. So. Your feet feel strong. Hat weg. Guck mal, wenn wir nach links laufen, dann sieht das so aus, als wenn wir irgendwie eine Zunge hätten. Na gut. Egal, wir gehen einfach mal zum Boss. Der ist ja gleich hier links. Larry Jr., ah ja. Dann können wir einfach mal unseren... Oha, machen wir jetzt zwei Striche? Nee. Obwohl wir ein All Stats Up hatten. Ist Number One nicht sogar ein Tiers Up? Natürlich, aber ein Damage Down. Gut möglich, auf jeden Fall kriegen wir nochmal eine AP ab. Und ich glaube, dieses Stem Cell ist sogar auch ein bisschen Damage Up, oder? Ist so ganz klein wenig. Ich bin mir allerdings nicht so sicher gerade. Aber egal. Und wir sehen auch anders aus. Proptosis heißt das übrigens. Dieses Auge. Yay, mir ist es eingefallen. Ich weiß, wie Proptosis heißt. GG. Was aber hier schön ist, ein paar Pillen, die wir allesamt noch nicht hatten. Paralyse, okay. Gut, dass wir das hier drinnen gefunden haben und nicht irgendwo, wo es irgendwie... schlecht wäre. Noch mehr Pillen. Pheromone. Und noch irgendwas. Speeddown. Ja, das hat sich nicht gelohnt. Sowas war überhaupt nicht. Aber okay. Dafür wissen wir jetzt von ein paar Pillen, was sie bringen. Zum Beispiel von dieser Battery-Pille oder Paralyse oder Speeddown. Yay. Perfekte Pillen hier. So.
Jetzt wäre natürlich irgendwie PhD oder sowas geil. Achso, muss ich ja selber sprengen. Ganz vergessen. So. Da ist noch ein blauer Stein. Puh. Nehmen wir natürlich alle mit. Ich frage mich aber echt, wann wir diesen Small Rock bekommen. Irgendwie dauert das recht lange. Die Spritze hätte ich gern. Das ist nämlich, glaube ich, eine Damage-Abspritze. Und schon eine Damage-Abspritze wäre schon ganz geil. Hier ist zumindest ein bisschen Geld. Und wieder ein blauer Stein. Was ist denn los mit den ganzen blauen Steinen hier? Oha. Okay, zwei Münzen. Das sollten wir noch... Das ist noch einer. Das sollten wir wohl irgendwo nochmal herbekommen. So. Schön auch die Vase aufsprengen. Hätte ja Geld drin sein können. Aber hier ist Geld, oder? Danke. Sehr geil. Sehr geil. Sehr geil. Und um Geld. Je, jetzt sind wir quasi reich. Oh, und wir haben Curse of the Labyrinth. Wusste ich bis eben gar nicht, aber okay. So, Damage up. Geilo. Und die war nicht gut. Nein, ich glaube, die war nicht gut. Wir spenden mal Geld. Bei 200 sollte es eigentlich wieder was Neues geben, oder? Ich spende einfach mal so viel, wie ich kann. Und das andere heißt Ludovics Technik. Dass mir das am Anfang nicht eingefallen ist, ist schon ein bisschen peinlich. So, 192 sind wir. Wir können noch in den Shop reingucken, für den wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr genug Geld haben. Aber hier ist auch noch ein golden... Ah, wir waren schon... Das war eben der Shop. Wir können auch in den goldenen Raum reingucken. Bam, Friend, hi. Wir brauchen sowieso kein Geld mehr wahrscheinlich. Das heißt, das ist ganz gut, dass wir den gefunden haben. Und wir waren in dem Geheimraum, wir waren im Stachelraum, wir waren im goldenen Raum, wir waren überall drin. Das heißt, wir können zur Boss gehen. Boss, bist du bereit für uns? Bist du bereit für unsere Ludovics-Technik wohl eher? So. Und habt ihr jetzt gestern Eurovision Song Contest geguckt? Ich schon, ich habe ganz Twitter damit vollgespammt. Und kein einziger ist mir entfolgt. Da bin ich jetzt ein bisschen traurig. Dann strenge ich mich extra an, alles voll zu spammen. Und keiner entfolgt mir. Im Gegenteil, ich habe sogar noch ein paar dazu bekommen. Das war ganz schön merkwürdig. So, fliegen bringt uns zwar nichts, aber wir können jetzt durch Sachen durchschießen, was uns auch nichts bringt. Aber wir können's. So, Gimpy nehmen wir mit, dann nehmen wir unser erstes Gummy-Item mit, unsere Mark nehmen wir auch mit, um ein bisschen stärker zu werden. So, das passt schon. Jetzt sind wir ein roter Wrestler. Wir sind der Renunciano Genbusto. Ja. Okay, wir haben schon mal zwei Schaden. GG. Jetzt haben wir schon fast gewonnen mit so zwei Schaden. Da kann uns eigentlich nichts mehr aufhalten. Dafür, dass wir jetzt schon drei Damage-Ups gefunden haben und trotzdem nur einen Strich mehr haben. Das lohnt sich auf jeden Fall. So, The Empress war das, was uns stärker gemacht hat. Nicht das, was einen zum Boss teleportiert hat. Das war nämlich The Emperor. Das weiß ich inzwischen. Bis zum nächsten Mal. Da habe ich das dann wieder vergessen. So, noch ein blaues Herzchen. Okay. Ich dachte schon, unser Bump-Friend da hätte irgendwie Geld gefunden. So. In die Karte. So cool. Schon wieder. Okay, wir können gleich nochmal in den Stachelraum dann gehen, ohne Schaden zu verlieren. Oder wir könnten es mitnehmen, bis wir in den Challenge... Nicht Challenge. Ich nenne den immer Challenge-Raum. Frag mich nicht, warum. In den Bosswash. Wenn wir in den Bosswash kommen. Dann könnten wir den da einsetzen. Hätte vielleicht auch was. Das ist alles schlecht. Das da nehmen wir mit. Das könnte ein bisschen gut werden. Aber sonst... Das war kein guter goldener Raum. Nee. Irgendwie nicht. Egal. Davon lassen wir uns nicht aufhalten. Von einem schlechten goldenen Raum. Mit drei schlechten Items drin. Pow. Ich habe hier Schönes. Eine Karte mit. Nochmal The Fool. Oh ja, toll. Ich mag The Fool, ja. The Fool, ja. The Fool, ja. Miau. Oh ja, der Speeddown. Geil. Wir sind sowieso zu schnell. Soll ich ihn mitnehmen? Nein. Oha. Genau, ob der Eurovision Song Contest geguckt hat. Ich habe das, wie gesagt, alles geguckt und ich fand Schweden, also das sind ja auf jeden Fall die Gewinner, fand ich auch ganz gut, ja. War noch in meinen Top 5 drin. Vor allem die Visualisierung der Bühne fand ich sehr cool. Das Lied ging so, war auch okay. Fand ich jetzt nicht am besten, also als Siegersong wäre es für mich nicht gewesen. Aber die Visualisierung hat da schon einiges rausgeholt. Ja, ja, die war ganz toll. So, nehme ich mit, ist meins. Und Deutschland wurde ja
wurde der letzter, nee, sogar vorletzter mit 0 Punkten, weil Österreich ja so nett war und Deutschland auf den vorletzten Platz gepackt hat, statt auf den letzten. Obwohl die auch 0 Punkte hatten. Das waren ja die Gastgeber. Sogar die Gastgeber haben 0 Punkte bekommen. Das war richtig lächerlich. Aber gut. Ich fand jetzt nicht, dass da unser Lied so scheiße war, dass es 0 Punkte verdient hätte. Aber ja. Ist halt so. Ich glaube, das war sogar das schlechteste Ergebnis seit 50 Jahren Eurovision Song Contest von Deutschland. Ich glaube, wir hatten erst einmal auch 0 Punkte. Und das war vor 50 Jahren. Oder vor 30? Nee, ich glaube vor 50. 65, ja. Ja, ja. Das interessiert euch bestimmt voll doll, was ich hier gerade sage. Ja. Auf jeden Fall war mein Favorit Zypern. Und Zypern fand ich toll. Die hatten endlich mal so eine Rocknummer. Das war die einzige Rocknummer im ganzen Eurovision Song Contest. Das fand ich ein bisschen traurig. Aber gut, die meisten haben halt irgendwie Balladen gesungen. Kann man auch nichts machen. Balladen sind ja auch schön, ne? Ja, ja. So. Ja, und die Frage wäre dann halt, wen ihr da am besten fandet, wenn ihr das überhaupt geguckt habt. Wahrscheinlich nicht. Die meisten haben es wahrscheinlich nicht geguckt. Aber ich fand es mal ganz schön, das mal wieder zu gucken. Nachdem ich das die letzten paar Jahre nicht geguckt hatte. Hui, noch ein Lebensupgrade. Ja, was kriegen wir hier Schönes? Unser zweites Gabi-Item. Ja, und eine Kerze. Ja. Das freut uns. Und in welcher Ebene? Vierte Ebene. Und wir sind noch schneller als die Zeit. Das heißt, Bosswash, wir kommen. Wir haben auch noch The Fool. Haha, 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 wir haben The Fool. Was will der Bosswash tun? Der Bosswash kann nichts tun, wenn wir The Fool haben. Obwohl, eigentlich können wir den Bosswash auch einfach zu Ende machen, wenn wir da reinkommen. Oh, der lebt ja noch. Weil genug Schaden sollten wir eigentlich machen. Steven also, ja. Okay, Little Steven, dann komm mal mit. Dann komm mal mit. Was ist das jetzt? D10, B-Wall Enemies. Ja, dool, das ist ja echt ganz dool. Ist eigentlich nicht, aber trotzdem. Irgendwie enttäuschen mich die goldenen Räume hier gerade. So ein bisschen. Zack. Ach, haben wir gar nicht mehr. Upsala. Ich dachte, da hätten wir noch den Remote Detonator, obwohl den haben wir schon vor langer, langer Zeit abgegeben. Vor langer, langer Zeit. Damals, als wir noch den Remote Detonator hatten. Das war eine Zeit. Erinnert ihr euch noch? Als ich immer wieder verwundert war, warum die Bombe so lange da liegen bleibt. Das war super. Das war super. So. Hi, Hollow. Mal zwei. Ah, nee, doch nur mal eins. Okay, die verlieren gar keine Leben. Ihr müsst wissen, oh, Larry Jr. ist nämlich eigentlich ein Flipper, ein Delfin. Und der mag es, wenn er durch diese Kreise durchgeht. Deswegen, ich habe nur ein bisschen mit ihm gespielt und dann ist er jetzt entkommen. Wir haben ihn freigelassen. Yay. Wir haben so ein gutes Herz. So, wie sieht es eigentlich mit unserem Schaden aus? Warte, wenn wir nah genug an unser... Warte. Wenn wir nah genug an unserer Träne... An unserer Träne, an unserem Laserstrahl dran sind, dann sollten wir sogar mehr Schaden machen, oder? Weil das dann mit Proptosis ist. Ja, 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 ja. Ich glaube schon. Ich glaube schon. So, das heißt, wenn wir die ganze Zeit in der Mitte von dem Ding sind, dann sollten wir auf jeden Fall besseren Schaden machen, als wenn wir weiter weg davon gehen. Wenn wir zum Beispiel hier in die Ecke gehen und dann da losschießen, machen wir auf jeden Fall weniger Schaden. So, was haben wir hier? Nehme ich gerne mit. Was haben wir da? Was haben wir da? Vielleicht ein drittes Gabi-Item? Nee, okay, dann nicht. Wow. Noch mehr schlechte Pillen. GG. Wow, da komme ich nicht ran. Au. Ein schönes schwarzes Herz. Wieso habe ich eigentlich ein ganzes Leben? Oh Gott. Oh Gott, wir haben ein ganzes Leben verloren. Ah, ne, haben wir nicht. Haben wir nicht. Wir waren davor im Stachelraum. Die Hörner sehen ein bisschen komisch aus mit diesem Skin. Mit dem Charakter. Aber okay. So. Wir haben ja noch einiges an Zeit. Wir bräuchten... Wo ist denn noch ein Gegner? Hallo? Da oben. Wir bräuchten noch irgendwie den goldenen Raum. Den haben wir nämlich noch nicht. Ist jetzt die Frage, wo es den gibt. Muss ich machen. Ich will
Ich will Gabi werden. Gabi werden will ich. So, Gabi, 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 Gabi. Kein Gabi-Item für mich. Ich sehe die Gegner nicht. Wo sind sie? Da sind Gegner. Gut, das war jetzt aber trotzdem nicht der goldene Raum. Wo der wohl sein? Aua, toll. Wo der wohl sein wird? Oh, diese Mini-Bosse. Ach, ich spreng mich raus. Das dauert mir hier zu lang. Tschüss. Kann ich auch mal das Anfangsherz hier mitnehmen? Au. Du Bastard an Chub. Ja, erster weg. Zweiter. Oha. Auch gleich vielleicht. Hallo, danke. Danke, danke. Ich gehe dabei. Lass mich gehen. Lass mich gehen. Ich hätte gerne den goldenen Raum. Oh, unsere Zeit. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen noch eine ganze Ebene hier nachmachen. Für Mutti. Und Mutti halt auch noch besiegen. Okay, dann wird zumindest noch ein Shop. Oder so. Sieht aus wie ein Shop. Ist ein Shop. Mit nix Gutem drin. Doch, doch, warte, warte, da war was Gutes. Was laberst du, Dizzy? Dass da nichts Gutes sei. Da war ein Bandage-Ball. Ein Bandagenball war da. Den nehmen wir natürlich mit. Ich dachte, das wäre irgend so ein Würfel, aber das ist ja Board of Bandages, genau. Sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Sigille. Aha, da liegt noch Geld rum. Noch ein paar Schlüssel. Aber wir waren immer noch nicht im goldenen Raum. Dann muss der irgendwo hier rechts sein. Da, gut. Bisschen merkwürdig. Puh, da bin ich. Da bin ich einfach gegen das Feuer gelaufen vor Angst. Angst und Schrecken hat mir dieses. Haben mir diese Gegner gemacht. Ah, was haben wir denn hier Schönes? Jo, können wir mitnehmen. Das war, glaube ich, eine schlechte Pille. Genau. Das nehmen wir auch noch mit. Ich glaube zwar, das bringt nichts mit unserem Item-Equipment, aber egal. Ach, guck mal, da ist ein blauer Stein. Hätte ich eben gar nicht gesehen. The Tower, okay. Pam. So, nun aber schnell zum Boss. Oha, jetzt haben wir nur noch 4 Minuten für die nächste Ebene. Das kann knapp werden. Lauf schneller. Oh, was haben wir hier für einen Gegner? Aha. Gut, der sollte relativ schnell sterben eigentlich. Kommen da noch Dinger raus? Maden kommen da raus. Okay. Wie schnell die werden, wenn sie klein sind. Oha. Das ist ja ganz schön erschreckend. So, da waren wir ja schon drin, ne? Genau. Genau, genau. Okay. Dann Marmebene. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen in dieser Ebene, auch wenn die Zeit eigentlich recht weit hinter uns liegt. Dennoch dürfen wir hier wahrscheinlich nicht alles angucken. Ja doch, wir haben 4 Minuten. Schauen wir mal, wie das mit der Zeit hinkommt. Sonst müssten wir halt irgendwie den goldenen Raum auslassen. So, komm, öffne dich. Komm schon. Danke. Danke fürs Öffnen, kleines Viech. Lass mich hier raus. Oh, das ist auch ein schöner Raum. Okay, aber schlimm wird das, wenn die Gegner an den Seiten sind, oder? Also ganz in der Ecke. Da kommen wir nämlich nicht mit unserem Laser hin. Glaube ich. Auf jeden Fall nicht so gut. Oha, der ist schnell. Hallo? Geist? Geist, lebst du noch? Da lebt er doch noch. So. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Wir brauchen zwar kein Geld, aber wir nehmen trotzdem alles mit. Denn wir sind geizig. Au. So. Das Mongo Baby. Ja, ich will das Mongo. Nein, ich will das Mongo Baby.
Ach, das ist ein Miniboss. Oh, sag das doch. Ich wundere mich schon, warum der die ganze Zeit nicht so schnell stirbt. Oha. Oh, und da plopp. Super, nehme ich gerne mit. Okay, das war schlecht, egal. Wir haben hier zum Glück noch ganz viele blaue Herzen rumliegen. Da haben wir schon wieder volle Leben. Aber wir sind falsch gelaufen. Oh oh, 2 Minuten. Oh gut. Das wird ganz schön knapp. The Full Card haben wir immer noch dabei, das ist gut. Der ist weg. Bombies. Ist auch weg. Ihr geht auch schnell tot. Oha, okay, wo ist Mutti? Nein, schon wieder falsch gelaufen. Warum? 1,5 Minuten. Okay, dann müsste die jetzt aber langsam mal kommen hier. Sonst wird das echt noch richtig knapp. Vorhin würde ich davor halt noch gerne in den Devil die reingucken. Den wir da ja wahrscheinlich auch noch bekommen werden. So. Gut, da haben wir... Was? Wieso darf ich hier nicht gehen? Wo ist denn Gegner? Wo? Hä? Ach so, ah, da oben ist gar nicht der Boss. Ich dachte, er wäre der Boss. Oh nein, jetzt habe ich da ganz viel Zeit verschwendet. Das war ein Challenge-Raum, ich Volldödel. Okay, wir lassen den Raum einfach mal aus, weil der sonst zu lange dauern würde. Ja, egal. Schneller. Nein, ich glaube, wir schaffen das nicht. Das wird wieder ganz knapp werden. Ja. Ich sterb schneller. Okay, ganz schnell rein. Und ganz schnell töten, hoffentlich. Nee, wird zu lange dauern. Das wird sowas von zu lange dauern. Jupp. Okay, da hat sie viel zu viele Leben. Aha. Oha. Schade. Ganz knapp den den Boss wahrscheinlich geschafft. So, aber wir müssen hier nur rumstehen und kriegen dann Schaden. Das ist schön. Ich habe gerade übrigens die Hände nicht an dem Gamepad dran. Der macht das schon. Kann ich mich jetzt ein bisschen strecken und Dextro Energy essen. Du, du, du. Dextro Energy. Und die Energie geht sofort in den Kopf. So. Kriegen dich mal ein Devil Deal? Okay, das ist öde. Aber okay. Wir haben ja auch einfach den OP-sten Champion von Anfang an bekommen. Also so viel sollte uns eigentlich nicht mehr passieren. Aber hätten wir jetzt nicht diese Anfangs-Items, die wir so bekommen hatten, dann hätten wir... Doch, hätten wir. Wir wären trotzdem ganz schön stark geworden. Wir haben ganz schön viele Damage-Ups gefunden. Nur irgendwie zeigt sich das nicht so doll mit unserem Equipment. Aber ich meine, Pentagramm, The Pact und dann kommen wir doch in die Ecken. Und anderes Zeug. Diese Spritze hatten wir auch noch. Hätten uns, glaube ich, schon recht angenehm stark gemacht, doch. Und trotzdem wünsche ich mir noch irgendwie Gabi zu werden. Da fehlt nämlich nur noch ein Item. Und wenn nur noch ein Item fehlt, dann ist der Weg zu Gabi nicht mehr weit. Wom. Blub, 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 blub. Kennt ihr das, wenn ihr Dextro esst und dann redet und dann gehen diese ganzen kleinen Krümel in euren Hals rein? Und dann verschluckt ihr euch und müsst die ganze Zeit husten. Das hätte ich eben fast gehabt. Das habe ich richtig häufig. Wenn ich den Dextro, irgendwer fragt was, ich antworte und dann huste ich erstmal 10 Minuten los. Und dann hasse ich die Person, die irgendwas gefragt hatte. Megamor! Und wir können schon wieder fliegen, denn wir können immer fliegen, wenn wir gegen Megamor kämpfen. Ist das irgendwie so eingestellt vom Spiel? Nee, ne?
Aber ich musste noch nie, nicht mal beim normalen Isaac, gegen Gertie kämpfen, dass ich nicht fliegen kann. Und dann ist der gleich 100-mal einfacher. Denn seine Hauptattacke sind ja irgendwie diese ganzen Stacheln. So. Ein Gabi-Item vielleicht? Nö. Aber noch ein Damage-Up, der war bit. Das nehmen wir auch mit, weil es nur 3 Aufladungen braucht. Und mehr Schaden macht. Glaube ich. So, letzte Ebene. Seid ihr bereit, Leute? Seid ihr bereit für die Womp 2? Oh, dein Erzfeuer, dafür stirbst du. So. Ihr anderen Feuer dürft leben. Ihr habt nämlich dieselbe Farbe wie ich. Und habt mir nicht wehgetan. So wie dieses eine blöde Feuer. Wieso hat der so viele Leben? Oh, Hilfe. Uli, geh bitte weg. So. Okay. Nein, wir sind falsch gelaufen. Aber vielleicht kriegen wir da noch ein Gabi-Item. Sind wir Gabi? Ach nee, unser Dings... Ah, das Mongo-Baby. Das spuckt auch immer eine Fliege aus. Stimmt. Das Mongo-Baby passt sich ja irgendeinem Begleiter an. In diesem Fall hat es sich dem... Ne? Wer ist denn der nochmal? Egal. Dem Duke of Flies angepasst. Ich weiß, der heißt nicht so, auch wenn es ein Duke of Flies ist. Aber das Baby heißt eigentlich anders. Hm. Und deswegen gab es jetzt immer 2 Fliegen, die Schaden machen. Geilu. Solche Räume bitte öfters. Komm schon, Spiel. Gib mir noch so einen Raum. Die sind schön. Da muss man dann einfach nur einmal kurz nach rechts drücken und alles stirbt. Okay, oh, okay, ja, okay, ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon weg. Schon wieder der falsche Weg, ich glaub's ja nicht. Was sind das hier alles für falsche Wege? Gehe ich halt einen anderen Weg? Gibt ja nur noch, ne, es gibt 2. Gibt noch 2 Wege, Leute. Welcher wird der richtige sein, links oder unten rechts? Hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Und... Oh, noch mehr Kisten. Ganz viele Kisten. Überall Kisten. Eine Speeddown. Genau das habe ich gesucht. Yes, Speeddown. Ich fand nämlich, wir waren zu schnell. Nein, eigentlich nicht. Ich habe sie trotzdem mal eingesetzt. Einfach so. Ich glaube echt, dass... Oha. Dass Krampus Head mehr Schaden macht. Als das andere Ding. Obwohl das beides ja Brimson-Dinger sind. Echt, das macht mehr Schaden. Oder haben wir inzwischen... Ne, wir haben nur noch 2 Striche. Und wir verlieren gerade ganz schön viele Leben. Sollten wir vielleicht mal unterlassen. Oha, die kommen ja zu einem. Gut, war da vielleicht noch ein blauer Stein? Nee. Ich dachte gerade, aber nee. Oh, warte, der kann das ja alles einsammeln, stimmt. Ja, sammel all das Geld ein und gib mir dafür schöne Sachen. Hast du dir irgendwas Schönes gekauft? Oh, ein blaues Herz hast du dir gekauft. Ja, schöne Sache. Da. Was? Achso, Geheimraum hier. Geheimraum mit einer Batterie drin. Und da haben wir den Boss. Da haben wir einfach mal 2 Räume ausgelassen. So gut wie wir sind. Pow. Gut. Und Mams Herz. Wieso spawnt man immer genau auf Mams Herz? Das finde ich so bescheuert. Das ist nicht gut gemacht hier. Moment, unser Ding kann ja das Ganze abfangen, oder nicht? Gut, dann können wir hier jetzt einfach rumstehen. Ja, mach du mal. Ja.
Ich will mich nicht bewegen. Och, Mann. Naja, wenigstens ist die Musik schön. Schön dramatisch. Okay, wo ist hier noch ein Gegner? Achso, der hat sich noch aufgeteilt. So, Mutti, dann sterb mal. Gleich bist du It Lives. Los, digitiere. Du musst digitieren zu It Lives. Und mir das Blue Baby freischalten. Und die vierte Challenge. Und überhaupt alles. Okay, irgendwie hat die ganz schön viele Leben. Und wir leider nicht mehr. Oha. Oha, da hat sie uns getroffen. Oha, damit hätte ich nicht gerechnet. Oha. Krass. Oh nee, jetzt kommt ihr Laser. Oh Gott. Hoffentlich töten wir sie schnell genug. Oh nee. Oha, oha, oha. Ah, hier liegen ja noch blaue, rote Herzen rum. Okay. Da bin ich beruhigt. Okay, das war schon wieder knapper, als man dachte. Aber gut. Gut, wir sollten jetzt das Blue Baby, genau, freigeschaltet haben. Und die vierte Challenge. Hallo, vierte Challenge. Hä? Muss man für die vierte Challenge Lifts besiegen, oder wie? Oh, das ist doch nicht dein Ernst. Egal, unser Windswerk ist 5. Das ist die höchste Windswerk, die ich jemals hatte, glaube ich. Wir können aber nachgucken. Stats. Ja, Best Drake war 4. Im ersten Spielstand. Und jetzt haben wir schon 5. Geil. So, mal gucken, wie weit wir das noch ausbauen können. Nächstes Mal spielen wir dann auf jeden Fall The Soul, heißt der hier also. Aha, das Blue Baby heißt The Soul. Und alles Fragezeichen, auch das Dingsbums da unten ist Fragezeichen, das erste Item. Gut, also nächstes Mal The Soul, dann können wir auch das erste Mal It Lives besiegen, hoffe ich doch. Wir sollten jetzt It Lives auf jeden Fall freigeschalten haben, obwohl das da eben nicht stand. Und wenn wir dann It Lives besiegen, dann sollten wir auch die vierte Challenge freigeschalten haben. Und dann können wir endlich die vierte Challenge machen. Da ist auf jeden Fall ein Treeforce dran. Wird wahrscheinlich irgendwas mit dem Schild sein, oder? Denk schon, weiß man nicht. Gut, dann würde ich auf jeden Fall sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Und schönen Pfingsten noch. Tschüss.